Der Sommer geht seinem Ende entgegen, ein neues Schuljahr seinem Anfang. Bevor für die größeren Kinder nach hoffentlich schönen Ferien der Schulalltag wieder beginnt, heißt es für einige Kinder, als ABC-Schützen Abschied von einem Lebensabschnitt zu nehmen. Sie kommen zur Schule. Für die Kospiger ABC-Schützen der Grundschule Mitte und West war vor dem offiziellen Schulstart bereits am 30. August der Tag der Tage, denn da fand die Einschulungsfeier statt. Die Grundschule Mitte begrüßte ihre Erstklässler wieder in der Aula des Gymnasiums, die von den Hausmeistern erneut liebevoll mit Zuckertüten geschmückt war. Die echten, großen und prall gefüllten Zuckertüten wurden von den Eltern der ABC-Schützen kurz vor Beginn der Feierstunde abgegeben. Vor dem Gymnasium warteten bereits die Kinder mit ihren bunten Ranzen ungeduldig auf den Beginn der Feierlichkeit. Schließlich wurden sie von ihren neuen Lehrerinnen, Marina Weber für die 1a und Martina Müller für die 1b, abgeholt. Die beiden ersten Klassen haben eine Stärke von jeweils 28 Kindern. Zu Beginn hielt die neue Schulleiterin Uta Nitsche eine kurze Begrüßungsrede. Im Anschluss gab es ein 30-minütiges Programm, aufgeführt von den Viertklässlern der Grundschule Mitte, am Klavier Martina Steute. Den Zuschauern hat das Programm so gut gefallen, dass man hinterher von einer ganz tollen Schulaufnahmefeier gesprochen hat. Dementsprechend war natürlich der Applaus. Dann war es soweit. Die ABC-Schützen wurden endlich mit ihrem Namen aufgerufen, um die heiß begehrten Zuckertüten in Empfang zu nehmen. Am Ende bekamen auch alle 56 Mädchen und Jungen eine ab, die ihnen den Start in einen neuen, wichtigen Lebensabschnitt vorerst versüßen wird. Noch vor einem Jahr feierten auch die ABC-Schützen der Grundschule West gezwungenermaßen im Gymnasium den Schulanfang, da ihre Schule durch die Generalsanierung eine einzige Baustelle war. Bis zuletzt wurde im Gebäude noch gewerkelt, sodass man sich nur schwer vorstellen konnte, hier die Schuleinführung zu feiern. Auch Margitta Schober, Leiterin der Grundschule West, hatte einige unruhige Nächte zu überstehen. Weil ich eigentlich noch sehr gespannt darauf war, ob wir es pünktlich bis zum Schulanfang schaffen werden, hier unsere Feier mit den Kindern und den Eltern durchzuführen. Aber es hat mich alles eines Besseren belehrt, was hier vorgefallen ist. Es wird alles rechtzeitig fertig und ich freue mich darauf, unsere kleinen Schulanfänger hier dann am Samstag begrüßen zu können. Also, Ende gut, alles gut. 24 ABC-Schützen konnten stolz mit ihrem Ranzen auf dem Rücken in Begleitung ihrer Klassenlehrerin Marike Heinemann pünktlich in die Aula einmarschieren. Dort warteten bereits erwartungsfroh Eltern, Geschwister und Großeltern auf sie. Nachdem jeder einen Platz in der ersten Reihe gefunden hatte und der Ranzen ordnungsgemäß abgestellt war, hielt die Leiterin der Grundschule, Margitta Schober, eine kurze Rede. Im Anschluss zeigten die Viertklässler den Neuankömmlingen ein buntes Programm rund um den zu erwartenden Schulalltag. Währenddessen wurden aus dem Klassenzimmer unbemerkt die Zuckertüten an einem zentralen Platz im Schulgebäude deponiert. Der Grund war einfach, im Klassenzimmer ist zu wenig Platz für die Zuckertütenübergabe. Bevor es allerdings diese gab, durften die Erstklässler erst einmal ihr zukünftiges Klassenzimmer kennenlernen. Dabei mussten sie schon eine erste Aufgabe lösen, nämlich den richtigen Platz mit dem passenden Namenskärtchen zu finden. Mit Unterstützung ihrer Lehrerin saßen dann auch alle Erstklässler erwartungsfroh auf dem richtigen Stuhl. Nach einführenden Informationen wurden die Ranzen mit Büchern gefüllt. Dann endlich hatte das Warten ein Ende. Es konnte zur Zuckertütenübergabe geschritten werden. Auch hier stellte sich die spannende Frage, werden denn auch alle ABC-Schützen eine Zuckertüte bekommen? Wir stellten fest, am Ende blieb keine einzige übrig und alle 24 Erstklässler konnten sich als stolze Zuckertütenbesitzer fühlen, was man auch gut sehen konnte.